make a little recording now. I just open a bunch of cases. So, come on. Come on, Key! Let me get a karambit. Armor car, why not? Another chroma too, come on, guys. Pray for high zone. Negev. What the fuck? So many negives in a row. I accepted. Busty is not here. Yeah, hey, don't start. Oh, woo! Max 7 heat. What the fuck? Okay, Falcon cases. No, Aquamarine passed! Nova. Nova Ranger. Wow! Come on, please, Gaben. Fuck you, Gaben. Yeah, next time. Okay, two more keys. Please, Gabe. Yeah, you too. Come on. Fuck you. Last. Yay, 5-7 full play. I've got a 5-7 full play. Yay. Come on. Maybe I can do a little trade up too. From some blues. Do. Blue da ba dee da ba da. Inventory. Nice. So. Oh, I've got a shadow key too. Okay, come on. Please, Statrek Golden Coil. Fuck. There was a Statrek Nebula! Fuck. They are minimal wear. Ha, you stupid! No, I'm not. Okay, little trade up. Hey! Wanna fight? Select. Oh no, I can't do it. Nope. I need more keys. Oh, what the fuck? Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Case Opening, zum zweiten Teil von den 18 Cases, die ich geöffnet habe. Die letzten 5 habe ich schon geöffnet. Und ja, das kam dann dabei raus. Nach Quiet. So, sozusagen das hier alles auf, ich glaube, dem Punkt hier. Von der D hier. 2345. Jo, ich glaube, das waren die 4 Cases, die ich geöffnet habe. Und jetzt öffnen wir noch die restlichen 9. Das müssen ja davor auch 9 gewesen sein. Hier 4 und hier dann 5. Und ja, ich sage, fangen wir einfach mal an. Wir fangen wieder an mit den Contracts und ja, fangen wir einfach mal an mit den Shadow Cases. Ich will auf jeden Fall unbedingt ein Knife ziehen. Und was ich noch heute euch sagen wollte, ja, gib mir die Statrek Bombers. Zum Giveaway, und zwar würde ich das gerne noch eine Woche später, sozusagen eine Woche später verlagern. Oh, die ist sogar Minimalware. Wie ist denn meine Stat-Track? Die ist, glaube ich, auch Minimalware, kann das sein? Wo ist denn die? Wo ist meine Farmers? Ach, die Field-Taste sogar, okay. So, dann fangen wir mal an mit dem Operation Breakout Case. Ja, das Giveaway wird sozusagen sich noch um eine mehr verzögern. Also um eine Woche mehr verzögern. Also bis nächste Woche Freitag habt ihr jetzt noch Zeit auf jeden Fall.
Und ja, das ist eine coole, weil die hier halt so komplett weiß ist. Das mag ich an der. Die sieht echt cool aus. Vielleicht behalte ich die sogar. Tausche gegen die andere aus. Die andere war ja, die ich bekommen habe. Die sah so aus. Sieht ein bisschen anders aus. Die hat nicht so viel weiß hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Die ist sogar Battlescard. Die sieht auch echt fresh aus. Okay, dann gehen wir mal rüber zum Phoenix. So, und hoffen einfach mal, dass Gabe uns ein Knife. Oh, da war eine Asimov, habe ich gesehen. Tech 9, die sieht sogar sehr, sehr lila aus. Jo, kein Stückchen Gelb dabei, aber die ist, glaube ich, irgendwie fliehtestet oder so. Bin ich mir aware. Jo. Aber die sieht full lila aus. Gefällt mir. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, wieder ein Operation Phoenix. Breakout. Oh, ich war immer durcheinander. So, bitte Gabe. Bitte Gaben. Ich will diese Desert Eagle nicht. Der Desert Strike. Die ist aber Factory New. Ja, komm, machen wir noch einen Operation Phoenix und danach noch ein Shadow. So, Gabe, bitte gib mir Knife. Stat Check Negative. Ist, glaube ich, auch nichts mehr so viel wert. Sieht irgendwie minimal mehr aus oder so. Sieht in einer guten Condition aus. Factory New auch. Zwei Negatives Factory New. Nice. So, Shadow Key. Shadow, gib mir was richtig Geiles. Komm, bitte. Bitte, Gaben. Ach. Ficker, Alter. Du kleine Mistkrieg, ey. Und ja, was auch ja eigentlich jetzt neu ist, auch mit ihm, aber die Conditions sind dafür gerade richtig gut. Ich weiß nicht, warum er uns gute Conditions gibt. Oder weil die AOG. Ja, da oben gibt mir die Guardian. Auf jeden Fall ist ja auch noch die R8 rausgekommen. Die sind auch gut aus Minimalware vielleicht. Ja. So, Breakout. Komm, bitte gib mir ein Knife. Bitte. Hier ist so ein dreckiger Missgeburt, Gabe, Alter. So eine kleine Missgeburt. Ist jetzt nichts Gutes rausbekommen. Viel Teste sogar noch. So, letztes Case für heute. Und ja, hoffen wir mal auf was Gutes. Wieder eine Tech 9. So, die sieht aber echt ranzig aus. Vielleicht sogar Wayward oder so. Viel Teste da auch. Okay, aus dem, ja, viel. Aus dem Case Opening wollte ich gerade sagen. Ist bis jetzt alles das hier rausgekommen, außer dem hier und dem hier. Haben wir sozusagen die Reihe hier bekommen und die Reihe und die Reihe. Ja, aus 18 Stück war jetzt nichts Krasses dabei. Also ich mache mal das in den Trade-Up. Dann mache ich die Survivor Z. Hoppala. Die Duels. Pack ich mal rein. Farmers pack ich rein. Ich habe ja die Max 7 Heat jetzt ausgerüstet, dann packe ich die auch mal rein. Die Armor Core, die hier. Mal den 2-Way-1. Ja, komm, kannst du reinballern. Und was kann ich jetzt noch reinballern? Skumbria auf jeden Fall. Und die. Ich glaube. Entweder möchte ich, glaube ich, will die behalten, weil die sieht echt geil aus. Weil die hier sieht nicht so geil aus, finde ich. Jo, ich glaube, ich mache die ein bisschen rein. Select und die andere Tech 9 behalte ich. Also mal gucken, was wir hier rausbekommen werden. Hoffentlich ein cooles Item. Ein Wormgod wäre vielleicht ganz nice. Wenn die überhaupt hier drin ist, weiß ich nicht. Vielleicht sogar. Vielleicht wird es sogar noch drin sein. Man weiß es nicht. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende des Dings. Und wir kriegen eine Nova Koi. Sieht minimal rare oder so aus. Jo. Ja, aus dem Pack Opening habe ich jetzt für dich nicht so viel Scheiße gezogen. Ne? Zwar eine Max 7 Headshot Gun 5-7 haben wir hier bekommen. Cool Play, wird wahrscheinlich auch mein Smurf Account drauf gehen. Dann die Negative Power hier. Und ja, ansonsten haben wir hier nicht so viel Shit gezogen. Ja, die wären jetzt noch ein paar zum Trade-Up gewesen, aber ich glaube mal, die benutze ich jetzt noch alle, weil die eigentlich ganz geil aussehen. Hier hätten wir noch eine Tigris oder eine Supernova rausbekommen, ja, schade. Und ja, also das war das Case-Opening, wir haben eine Nova Coil bekommen, wir haben eine Complete Leader, eine Sandstorm bekommen.
Wir haben eine 5-7 Full Play bekommen und wir haben eine Max 7 Heat bekommen aus den ganzen Cases, aus den 18. Leider kein Knife, aber in Bezug zu Knives werde ich auch noch in den nächsten Tagen ein kleines Video machen, denn ich habe mir mal was gegönnt. Auf OP-Skins habe ich ein bisschen mal zugeschlagen, habe ich da mal gesehen, ein Knife, und das hat mich so schön angelächelt, dass ich es direkt geholt habe. Werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehen. Und ja, ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute, bleibt geil, wir sehen uns morgen und haut rein!